Wir lassen das Deutschland der Gartenzwerge hinter uns. Und also, ich finde Gartenzwerge hässlich, in Deutschland ganz zu schweigen. Aber ich glaube, die Linke sollte gegen Rassismus und gegen Entsolidarisierung kämpfen und nicht gegen Gartenzwerge. Wir haben den Titel für die Veranstaltungsreihe gewählt, Mehrheit sucht Regierung. Und das erste Ziel, das wir aber haben, ist eben, dass diese Mehrheit, die wir unterstellen, von der wir zumindest glauben, dass sie möglicherweise sogar geschaffen werden kann bis zum September, dass diese Mehrheit erstmal selbst und für sich zusammenkommt, um sich mit sich zu beraten, unter anderem über die Frage, welche Regierung wollen wir eigentlich und wozu wollen wir welche Regierung? Und unsere Fragestellung, die wir an die Referenten gegeben haben, anstatt einem Linkspopulismus das Wort zu reden, der primär die möglichen AfD-Wähler zurückholen soll, sollten wir nicht anknüpfen an die auf den Mai 68 folgende und in den letzten Jahrzehnten ja durchgängig weitergegangene Revolutionierung des Alltagslebens? Sollten wir nicht die Politiken von Lebensweisen mobilisieren politisch, die in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass wir heute in einer ganz anderen Gesellschaft leben als noch vor 3 oder 4 Jahrzehnten? Sind das nicht die Leute, die angesprochen werden müssen, wenn wir eine Mehrheit für eine Wende nach links haben wollen? Brauchen wir also nicht Politiken der emanzipatorischen Lebensweisen? Entlang der unterschiedlichen Vorträge würde ich, glaube ich, sagen, dass eine Gemeinsamkeit da war, dass jetzt jenseits des marxistischen Begriffs der Produktionsmittel, ich glaube, ein starkes Bewusstsein dafür da ist, dass man anerkennt, dass tatsächlich Leute das Produzieren, das Herstellen von politischen Räumen selbst in die Hand nehmen, also die Mittel auch selbst verwalten. Dass man sich in Klassenverhältnissen oder in sozusagen Klassenpolitiken für die Berücksichtigung von Geschlechterverhältnissen einsetzen muss, genauso wie man sich in sogenannten Identitätspolitiken, was ja häufig einfach nur ein anderes Wort für antirassistische oder feministische Kämpfe ist, dort muss man sich für die Berücksichtigung der ökonomischen Strukturen einsetzen. Das heißt, man muss sozusagen verschiedene Punkte miteinander verbinden, aber gleichzeitig auch, man muss auch eine Distanz, einen Bruch mit bestimmten eingespielten politischen Formen erzwingen. Das halte ich für genauso wichtig. Aber was doch klar war, ist, dass man das nicht gegeneinander ausspielen kann. Wenn Leute anfangen, Häuser zu besetzen oder wenn sie sich gegen so ein Großprojekt wie Stuttgart 21 zur Wehr setzen und sich ganz andere Bündnisse bilden oder bei TTIP, wenn sowohl die Graswurzelbewegung wie die Gewerkschaften auf die gemeinsame Demonstration gehen, dann würde ich das nicht gegenüberstellen, wenn Leute wie Erzieherinnen für bessere Arbeitsbedingungen streiken oder für bessere Löhne, sondern Aufgabe linker Politik ist das, stärker miteinander zu verbinden. Zum einen haben wir, glaube ich, gemerkt, dass wir mit unserem Latein am Ende sind, mit den Lernformeln, mit den Denkkategorien und mit den historischen Erfahrungen, die wir bisher gesammelt haben, weil wir mit einer neuen politischen und sozialen Situation konfrontiert sind. Das hat dazu geführt, dass eben neue Akteure, neue politische Subjektivitäten aufeinandertreffen mussten, um zusammen nach Lösungen und auch nach unterschiedlichen politischen Organisierungsformen zu finden. Das ist das, was wir zurzeit in der Recht auf Stadtbewegung in Berlin tatsächlich erkennen können. Und ich würde sagen, dass wir an der Stelle auch sehen können, dass die antirassistische Frage auf sehr wichtige Art und Weise verbunden wurde mit einer neuen Art und Weise, die Klassenfrage zu stellen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, darauf hinzuweisen, dass es selbst im Kapitalismus, so wie wir jetzt leben, also das wäre dann ein breiter Lebensformbegriff, der auch auf jeden Fall die ganzen Klassenverhältnisse mit einbezieht, Momente solidarischer Praxis gibt, die eigentlich deren Ausweitung schon der Kommunismus wäre. Und ich glaube, das sind gleichzeitig die Momente, an denen Menschen massive Prekarisierungserfahrungen machen, weil sie das Gefühl haben, das kann man sich gar nicht leisten. Und wenn man gleichzeitig da ansetzen könnte, mit einer linken Diagnose und sagt, es passiert schon, ihr macht es schon, mehr davon wäre sozusagen die Revolution, dann wäre das eine interessante linke Lebensformpolitik im Gegensatz zu einer, die eher auf eine Art Selbstbeschäftigung mit so linken Codes und Selbstvergewisserung setzt.